so schöne Haare, Mann. Was geht ab, Leute? Was geht? Ich brauch's auch nicht mehr Kneifen, Alter. Hier ein bisschen Vorbereitung. Was gibt's heute, Tati? Heute gibt's den angeblich legendären Nudelauflauf von Monte. Ja, ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch Zutaten gekauft, die er auch da hatte. Ein paar andere weggelassen, ein paar andere dazugekauft. Und dann schauen wir mal. Ja. Ich bin sehr gespannt. Alter, Kogo. Kogo, Tofu. Könnt ihr euch Rabattcode, super saftig. Rettet uns für diesen Monat. Ich weiß nicht, ob wir uns auf Bargeld verlassen können. Ich habe bestellt, Alter. Wieder einmal. Ja. Fast jeden Monat, Mann. Eine Freundin hat auch bestellt. Was ich jetzt immer gerne mache, sind so, ich mariniere das Fleisch ein bisschen vorher. Verstehst du? Das wird richtig geil. Ja. Dafür nehmen wir eine Zwiebel her. Ja. Knoblauch haben wir schon vorbereitet. Knoblauch ist krass. So. Bisschen Kokosalz. Ja, Mann, hier schön, schaut sich das an. Ja, richtig geil. Ja. Was für Jod, Mann. Jodsalz. Ja, für das dann. Ja, für das. Ich höre, die Leute haben letztens deinen Auftritt gefeiert. Die so, boah, wer ist dieser motivierte, richtig Elan und so. Krasser Typ. Krass, ja. Alles nur für euch, Jungs. Groß geht raus. Leiden für die Kamera. Tati hat das Glas kaputt gemacht. Jetzt habe ich gar kein Weinglas mehr hier. Das ist schon das zweite, oder? Das zweite schon. Ich organisiere den neu, Mann. Saftige Marginade anscheinend. Das ist schon mal ein Schritt krasser als Monte. Nein, das nicht. Das im Vorfeld ein bisschen marinieren. Ich mache das immer gerne mit Zwiebeln. Zwiebeln macht das Fleisch ein bisschen mürber, also ein bisschen saftiger. Ja, das heißt, wenn das Fleisch ein bisschen länger steht oder irgendwas, kann man für alles hernehmen. Oder saftig. Dann bleibt es einfach saftiger. Richtig saftig. Schön, Roll Donut war endbegeistert von unserem saftig. Ja, Mann. Wie er alles so saftig nennt, hat uns selbst gefreut. Neue Fans vom Softig. Ja, wir sind ja auch super softig, oder? Erzähl den YouTube-Leuten nochmal, wie du das alles hier pimpen willst. Ich habe anderen Käse hergenommen. Also ich nehme komplett anderen Käse. Ich habe, glaube ich, noch Edamer genommen. Ich nehme ein bisschen Cheddar, finde ich immer geil. Gouda, Mozzarella und noch ein bisschen Parmesan. Und dann habe ich hier nämlich noch ein bisschen Räuchertofu. Ja, wollte ich sagen, von wem natürlich, ja, Koro. Einfach um dieses rauchige Geschmack nochmal einfach, gibt's, kann einen anderen Geschmack geben, muss es nicht, ich weiß es nicht, ich möchte aber gerne testen, kann gut kommen, wir werden sehen. Ansonsten ja, habe ich Mais weggelassen, ansonsten habe ich fast ähnlich, wie bei uns auch, ja. Hackfleisch, bisschen mariniert, wir werden sehen. Ist die mit der Fertigsoße? Ja, die habe ich komplett weggelassen, die mache ich selber, ja, ein bisschen. Ist ein Tomatenmark, hier habe ich so ein Paprikamark, finde ich auch lecker, Gewürze und das reicht, ja. Zwiebeln, Knoblauch, ja, da brauche ich keine Fertigsoße, braucht man eh nie, ja, aber die verdienen sich halt ein Heidengeld, ja, die, keine Ahnung, wer das ist, Knorr, Maggi, was für dich was, ja. Digga, das wird ein Käseauflauf mit Nudeln, mit vier Käsesorten, Alter, vier. Ich wollte eigentlich noch einen Gorgonzola mitnehmen, aber dachte mir, nee, das wäre dann glaube ich zu heftig. Oder hier. Blauschimmel geht auch noch rein. Das wäre zu krass, oder? Richtig MacGyver. Richtiger MacGyver. Eigentlich wichtigste Aufgabe von Chong, dass die Nudeln nicht zu weich werden. Zu krass, oder? Meine beste Aufgabe. Das liegt alles an Chong, oder? Also lassen wir es ausdampfen. Noch Olivenöl drauf. Das war gut raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So krass, Mann. Ich höre, deine Geheimzutat kommt krass. Ja, also ich finde vom Geruch her schon mal echt geil. Riechst du das? Ja. Oh mein Gott, leider gibt es keinen Geruchsfernsehen, Leute. Also seine Geheimzutat war Räuchertofu von Kuro. Rabattcode, super saftig, ich gönnt euch. Also wenn ihr was binden wollt, haben wir hier eine geriebene Kartoffel. Ja, eine kleine. Jetzt zum Beispiel, wenn man so Hackfleischsoße kocht oder irgendwas, um das Fett zu binden, ja, von dem Hack, von dem Fleisch, tut man immer ein bisschen Stärke mit rein. Wenn man keine Stärke hat, also Mondamin oder was auch immer, ich treibe immer eine Kartoffel, ja, und hau die mit rein, koch die mit, mega einfach, ja. Go.
unser Tipp für Sonntag, oder? So, ein bisschen lassen wir für die Ding. John schmeißt am Sonntag eine Super Bowl Party. Richtig saftig. Wer ist dein Tipp? Wer wird gewinnen? Ich bin für alle beide. Ich bin beide Fan. Ich bin Brady Fan und ich bin Patrick Mahomes Fan. Deswegen ich bin für alle beide. Was ist das, Alter? Ja, das wird ein Spiel. Es wird einfach nur anschauen und genießen und geil ist es, Alter. Kein einfach Youngster gegen den legendären Brady oder das wird einfach geil. Aber so, Nummer 1. Dann machen wir Käse drauf. Dann machen wir den zweiten Käse drauf. Softy, softy, softy. Jetzt sitzen die Leute, was geht ab? Was geht ab, Freunde? Boah. Ganz euch, Alter. Jo, 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 jo. Schön saftig, Alter. Wir essen jetzt, Alter. Oh, ja. Ich glaube, das ist krass. Oh, ja, Leute. Ein guter. Oh, krass, man. Danke an die Chefin. Ah, von dir kriegst du nichts mehr. Der schöne rauchige. Das ist ein Nudellauf auch. Oder? Diss-Track gegen Monte. Aber rein optisch, oder? Das meint auf jeden Fall eine 1, oder? Ja, wir haben super saftig gegessen. John, gib dein Feedback. Mach mal Pause. Top 10 Anime-Attacken. Es war einfach Explosion im Mund, Alter. Es war einfach krass, Alter. Schönes, saftige, würzige Fleisch mit dem knackigen Gemüse und Nudeln noch perfekt gekocht. Ja, nicht 12 Minuten, sondern nur 10 Minuten. Ne? Richtig super softig, Alter. Was soll ich sagen? Ich hab's gekocht, Mann. Mir hat's geschmeckt, auch mit dem Tofu, war echt lecker, Mann. War eine gute Idee. Also muss ich mal ein bisschen ausweiten. Vielleicht mal so ein paar Marinaden mit Tofu machen und so. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt, Alter. Ein bisschen testen. So cool! Das geht demnächst ab, Leute, erzählt mir was. Kleiner Einblick. Was haben wir so vor? Hong hat irgendwas mit 100 vor, Mann. Die 100 muss kommen. Alles irgendwas mit 100, Mann. Wir müssen ins Extreme gehen, Leute, oder? Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch sehen wollt. Wir versuchen alles, ja. 100 Hot Dogs. Oh mein Gott, 100 Corn Dogs, Alter. 100 Corn Dogs. 100 Waffeln. Ja, auf jeden Fall irgendwas mit, ja. Extreme mit halt, extreme, schauen wir mal. Super saftig extreme kommt. Krass. Genau.